Hochland habe ich sie alle. Die wollen doch nicht ernsthaft, dass ich die Sammlungen alle mache. Das können die nicht verlangen. Ja, hier sind Ausrufezeichen. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht, dass sie das verlangen. Das wäre ja pervers. Vielleicht kriegt man dann ein ultimatives Ende oder so ein Quatsch, aber... Nee. 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 Das können die nicht verlangen. Das ist zu viel verlangt. Das sehe ich echt nicht ein. Ohne sie wäre Hogwarts... Ja, ohne mich ist Hogwarts verloren, das ist richtig. Wie klingt Gareths unterirdisches... Gareth unterirdisches Gebräu, ja. So, ich habe mich extra fein gemacht. Hi, Peeves. Ich schreibe alle Zwischenprüfungen. Und der Ron so, nein, 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 nicht pfuschen! Ravenclaw, nicht pfuschen, bitte! Einhorn. Toppi! Poppy weiß es, Poppy weiß es. Natürlich weiß Poppy es. Oh, oh, Verteidigung! Oh no! Verteidigt euch! Ach, ist das ein... Ja, ein Demigeist, der einem die größte Angst zeigt. Sehr gut, Nati! Woo! Sehr gut. Ne, Irrwicht ist das, der die größte Angst zeigt, ne? Ja, ein Irrwicht, ja. Na, meine Freundinnen, Nati und Poppy. Die tragen alle Schuluniform, ich trage so einen edlen Wrack. Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Mhm. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Hey, hey. Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts... Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, Adelaide, woo! Auf jeden Fall, sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus. Yes! Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Ja, 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 okay, okay, okay. Phineas! Wir haben wohl einen Gewinner. Ja.
Das bin ich! Ja! Ah, Papi! Ah, Hufflepuff! Na, ist das süß! Na! Ja, natürlich, Hufflepuff! Gar keine Frage! Na, ist das süß. Okay, also sie verlangen nicht, dass man die Sammlung abschließt. Ah ja. Aber ich dachte, das entscheidet noch, wie man, ja, was man dann vom Beruf wird und so. Kommt da denn jetzt noch was oder war das einfach nur ein Gag von wegen vervollständige dein Buch? Haben die sich das jetzt so... Oder gibt es vielleicht ein anderes Ende, wenn man wirklich 100% macht? I don't know. Ich habe gerade gelesen, es war das True Ending. Die Voraussetzung ist, dass man Level 34 erreicht hat. Ich war Level 40. Und der Name der Quest gibt den Hinweis darauf. Der Hauspokal. Also, wenn man Level 34 hatte... Dann kriegt man dieses True Ending, wo man den Hauspokal gewinnt. Man muss dafür also noch nicht mal wirklich 100% haben. Das heißt, die macht diesen Spruch immer von wegen, es gibt noch einige Lücken zu füllen. Aber Level 34 hätte gereicht. Level 40 war gar nicht nötig. Okay. Aber war mega das Spiel. Mega geil. Ich habe es ein bisschen tot gespielt mit meinen 100%. Ich hätte nur Level 34 machen müssen. Aber ich habe so alles erlebt. Habe zweimal geheult. Ich habe bei Nutty auch geheult. Bei Fick geheult. Poppy fand ich auch so süß.
Ja gut, Sebastian haben wir ja jetzt so gehandelt, dass wir auch da ein loyaler Freund geblieben sind. Und da kein Regel-Nazi waren, der meinte, hier, die Regeln von Hogwarts, die sind heilig. Und wir müssen dich beim Schulleiter verpfeifen und so. Nee, das war schon. Das war schon alles gut, wie es ist. War schon nice. Ich schreibe der Joy gerade mal, dass ich das True Ending hatte. Ich habe es nachgelesen. Ab Level 34 gibt es das True Ending, sonst ist Gute oder Böse. Wenn man die Main Story rusht quasi. Ja, dann werde ich im Ravenclaw Run, werde ich, wenn ich mich selbst spiele, werde ich also mal das Good Ending mir holen. Und bei Slytherin das Bad Ending.
Genau, also Ravenclaw spiele ich mich selbst und werde auf das Good Ending hinarbeiten. Und bei Slytherin mache ich das größte Arschloch der Nation. So. Und ja, wir gucken uns jeden einzelnen Namen in diesen Credits an. Die Leute haben hart dafür gearbeitet und verdienen das. Es ist ein geiles Spiel geworden. Es hat richtig Bock gemacht. Die Musik ist nice. Jetzt geht's nochmal richtig ab. So, ich suche schon jemanden zum Raiden.